Ja, wir sind Inspirient und wir automatisieren Datenanalysen. Das heißt, du kannst jede beliebige Excel-Datei oder Datenbank-Extrakt in unsere künstliche Intelligenz einwerfen und kriegst fertige Slides raus. Wir lösen das Problem, dass viele Menschen mit unglaublich viel Daten konfrontiert sind, die sie gerade erst angefangen haben zu sammeln im Rahmen der Digitalisierung und einfach gar nicht wissen, vor diesen unglaublichen Mengen an Daten, wo sie anfangen sollen zu gucken. Einfach überwältigt von den Daten. Was wir machen, ist, wir geben denen einen ersten Blick in die Daten und zeigen, wo sind die interessantesten Ausreißer, Trends und Muster darin versteckt und wo sollten sie nochmal näher nachgucken. Also wir sind seit Juni diesen Jahres gegründet. Meine beiden Kollegen, das sind beides promovierte Informatiker, arbeiten aber schon seit anderthalb Jahren an der künstlichen Intelligenz, die zu entwickeln. Wir haben jetzt gerade unsere erste Seed-Runde abgeschlossen mit einem Business Angel Investment und sind jetzt erstmal fürs nächste Jahr gesichert. Und sind jetzt schon die ersten Kunden am Anlaufen, gerade im Bereich Wirtschaftsprüfung, Beratung und deutsche Industrieunternehmen. Ja, also unsere Hauptkonkurrenz ist eigentlich IBM Watson. IBM Watson, bei dem ist das Interessante, dass man ihm eine Frage stellen kann und er gibt eine Antwort darauf. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass das bedingt, dass ich schon eine Hypothese haben muss. Ich muss eigentlich schon wissen, was mich interessiert. Ja, und viele Menschen wissen das ja noch gar nicht. Und wir schlagen dem Menschen oder dem User Fragen vor, die er sich eigentlich stellen sollte, über die er vorher noch nicht nachgedacht hat. Es ist jetzt so, dass meine beiden Gründer ja beides Informatiker sind, sie haben aber auch einen Beratungshintergrund. Das heißt, sie haben also 3 Jahre wirklich in der Top-Unternehmensberatung gearbeitet und haben sich irgendwann gedacht, naja, das ist jetzt relativ langweilig, wenn ich den ganzen Tag von morgens bis spät in die Nacht in Excel und PowerPoint verbringen muss. Und warum automatisieren wir das nicht einfach? Ja, und vor dem Hintergrund waren sie sozusagen auch die perfekte Kombination aus Informatik und Beratungserfahrung, um das Ganze auch umzusetzen. Genau. Wir haben jetzt das erste Jahr, haben wir finanziert bekommen über das Exist-Gründerstipendium. Das läuft über Profund Innovation, heißt das. Und da haben wir sozusagen erstmal das erste Jahr Office Space bekommen, Gründerstipendium. Und es gab uns einen unglaublichen guten Start, erstmal einfach die Idee zu testen, um den Markt zu testen. Und jetzt läuft das bald aus und dann sind wir sozusagen durch einen Business Angel ganz gut aufgestellt jetzt, der jetzt in uns investiert hat.